Hallo, meine lieben Seelenschwestern. Heute wollte ich euch Eindrücke von Intelligenz mitteilen, von einem Text von Hannes Höhler, der hat mich so beeindruckt, dass ich mir dachte, das teile ich doch mal mit euch. Intelligenz. Wie der Mensch denkt, so fühlt er, von Hannes Höhler. Das große Ich, das Unterbewusstsein, kommuniziert mit dem kleinen Ich, dem bewussten Gehirn. Das Gehirn kann eigentlich nur Schlussfolgerungen aus eigenen Erfahrungen ziehen. Schaltet man den Beurteiler und Zweifler, bewusstes Gehirn, aus, kann das große Ich Höchstleistungen vollbringen. Zum Beispiel als Opernsänger oder Kreativschaffender oder. Intuition ist der direkte Draht zum Schöpfer. Leider legt das Gehirn oftmals die Intuition lahm mit seinen Vetos. Intelligenz ist die Fähigkeit, durch das Erfahrene aus der Situation mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen tiefer bzw. höher in das Bewusstsein zu wachsen. Je tiefer du gehst, desto höher kannst du wachsen. Je weiter deine Wurzeln mit der Erde verbunden sind, desto größer und stärker wirst du mit Blüten versehen, Früchte tragen und mit Lebenssaft versehen wachsen. Diese Intelligenz ist sinnlos, wenn man nicht den Mut hat, sie auch zu nutzen. Ich nutze diese Intelligenz und das ist der einzige Grund, warum ihr jetzt mein Video seht. Es ist die menschliche Fähigkeit, die jeder hat, die wiederum Menschen unterschiedlich anwenden und je nach Talenten sich selbst mit bereichern, wenn sie sich weiterbilden. Intelligenz hat nichts mit Intellekt zu tun. Denn gelerntes Wissen hat nichts mit erfahrenem Wissen zu tun. Es hilft nichts, über Dinge zu reden, solange man sie selbst nicht erfahren hat. Erst durch das Erfahrene weißt du, wie es ist, wie es wirklich ist. Jeder Mensch ist intelligent. Wie er das in seinem Lebensfluss anwendet, hat mit seiner Lebenseinstellung zu tun. Lebenseinstellung, Angst oder Liebe im dualen Denksystem. Das, was dich bisher davon abhielt, war eine grundsätzliche Angst vor dem Leben. Die Angst ist der Kern der Negativität, die bereits beim Gedanken beginnt und du damit wiederum deine Zukunft erschaffst. Diese hat viele Gewänder: Moral, Zweifel, Liebe, nicht die echte Liebe, sondern die abhängig erlebte. Ein eigenständiges Wesen bist du dann, wenn du in tiefster Verbindung mit dir und der Welt mutig dem folgst, wo es dich ruft. Und genau das tue ich, meine lieben Seelenschwestern. Ich folge meiner Bestimmung und das ist so wundervoll, das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Du kannst den Ruf laut hören, er war nie anders. Und wahrlich, ich habe ihn immer gehört. Immer, immer, immer. Und seit 4 Jahren folge ich dem und das ist so schön. Vertraue auf deine innere Stimme, dem Klang deines Herzens. Angst und Zweifel und die Überbewertung der momentanen Realität kann ich so spielerisch überwinden, wenn ich meine Intelligenz für mich anwende. Ich gehe den Weg des Souveräns durch die Kraft der Angstlosigkeit. Als Folge eines Erhebens, eines Öffnens, der eigenen Adlerschwingen, einer Bewusstwerdung der eigenen Mächtigkeit kann sich eine kosmische, allumfassende Intelligenz zeigen. Der innere Frieden nimmt zu und dies drückt sich in einem erhabenen, angstlosen Handeln aus. Jetzt ist die Zeit, die erworbenen Fähigkeiten gebündelt mit kosmischer Intelligenz zu manifestieren. Was sich jetzt noch an Angst zeigt, darf liebevoll geheilt werden durch Integration, sodass diese Restmuster der Angst nicht mehr an der Verwirklichung hindern. Ganz konkret, sie wird die Ausdruckskraft deines Wesens mindern, doch du kannst erkennen, was du noch nicht gemeistert hast. Wir wachsen jeden Tag immer mehr. Der Weg ist das Ziel. Überprüfe deinen männlichen und weiblichen Pol, Intuition und Ratio. Bündle sie über dein Herz. Es ist immer das Herz. Und komme ins Jetzt. Noch ist die Zeit nicht um. Der Weg noch nicht vollendet. Handle in deiner höchsten Möglichkeit. Immer, immer aus deinem Herzen. Wir sind die Krieger des Lichts. Wir ziehen eine Spur der Freude, auf der andere folgen können. Sei durch unsere innere Harmonie inspiriert. Hannes Höhler.
So, meine lieben Seelenschwestern, und wenn du wissen willst, wie du in deine volle Kraft kommst, aus deinem Herzen agieren kannst, nicht von der Angst regierst wirst, dann melde dich bei mir für ein unverbindliches Strategiegespräch unter www.fünfes.com. Ich freue mich auf dich. Agiere aus der Kraft deines Herzens ohne Angst. Ich übersende dir viel Liebe und positive Energie. Deine Jessica. Tschüss.